herzlich willkommen zum sechsten Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichischer Politik, politische Bildung für Einsteiger, Einsteigerinnen, leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. Der Bundespräsident ist der Staatsoberhaupt Österreichs. Er vertritt Österreich bei offiziellen Anlässen, wie zum Beispiel Staatsbesuche von ausländischen Politikerinnen und Politikerinnen und empfängt diese in seinem Amtssitz der Hofburg. Der Bundespräsident wird in direkter Wahl vom Bundesvolk, also den Österreicherinnen und Österreichern, gewählt. Die Amtsdauer des Bundespräsidenten beträgt 6 Jahre. Ein Bundespräsident kann maximal 12 Jahre, also 2 Amtsperioden hintereinander im Amt bleiben. Der Bundespräsident, die Bundespräsidentin ernennt die Bundesregierung mit den Bundesministern, die von dem Bundeskanzler, Bundeskanzlerin geleitet werden. Da der Nationalrat die Möglichkeit hat, den Mitgliedern der Bundesregierung das Misstrauen auszusprechen, kann der Bundespräsident nur in Absprache mit der Mehrheit der Abgeordneten, also zum Beispiel der Regierungskoalition, Ministerinnen und Minister ernennen. Die eigentliche Macht im Staat liegt bei den Abgeordneten des Nationalrats und deren Parteien. Das Amt des Bundespräsidenten wurde 1920 eingeführt und man sah damals nur wenige Gestaltungsmöglichkeiten für den Bundespräsidenten vor. Mit einer Verfassungsänderung im Jahr 1929 erhielt der Bundespräsident mehr Macht durch das Vorrecht, den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin ernennen zu können. Seit 1951 wird der Bundespräsident direkt von der österreichischen Bevölkerung und nicht mehr von einer Versammlung der Abgeordneten gewählt. Bei öffentlichen Anlässen, wie zum Beispiel bei Feierlichkeiten zur Erinnerung der Unterzeichnung des Staatsvertrags, wird der Bundespräsident als Erster begrüßt und nach ihm der Nationalratspräsident. Dies entspricht einer offiziellen Reihenfolge der sogenannten protokollarischen Rangordnung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder beim 7. Video: Wer macht in Österreich die Bundesgesetze? Der Nationalrat.